Also, hallo Freunde, wir sind heute wieder beim iWeather Test. Heute mal die Extremversion in der Kälte. Es hat schattige minus 5 Grad hier, erste Schnee ist am Wasser. Hallo Willibor, was macht die iWeather? Wie fühlst du dich? Ist es noch warm? Frierst du schon? iWeather macht gut und ich bin gefroren. Ja, also, Winter ist da, Schnee ist da. Und unsere weitere Testing von unserer iWeather. Also bis jetzt, wir haben probiert im Schnee sitzen. Ich sitze gerade direkt da. Ich habe unten First Layout und Fleece natürlich. Aber bis jetzt habe ich keine Probleme mit Schnee. Also mit unseren schönen iWeathers bis jetzt. Ich hatte kein Problem gehabt. Lass uns schauen. Also Schnee und iWeathers, die gehen zusammen gut. Das ist unser 10. Tag vom Testing. Wir haben den Test richtig brutal gemacht. In Wasser, Hochwasser, in Busches, durch Busches mit Absicht gelaufen. Und von unseren 10 iWeathers zum Testen, nur eine hat ein Loch gekriegt von den Busches, weil er richtig laufen direkt durch. Also statistisch, das ist nicht schlecht. Also wir möchten auch weiter in Saison weitere Testen machen. Aber bis jetzt komfortabel, zuerst Stretching, kann man gut bewegen, einfach elegant, abrasive, torn abrasive und auch warm. Mein Vorschlag ist für jeden Angler, dass man sowas testen. Preise wissen wir noch nicht, das ist Startup für diese Firma aus Australien. Und ich habe auch uns Experten ein paar Mal gefragt, was zum Preis liegt, weil die schicken